Herzlich willkommen! Hallo, hier ist wieder Xi. Mit einem neuen Projekt. Wir zocken The Legend of Zelda Oracle of Seasons. Ein Spiel, das für den Game Boy Advance, Game Boy Color damals erschienen ist. Und, warum spiele ich das? Ihr seht im Titel, dass ich es blind spiele. Und dass ich das hier aufnehme, liegt daran, dass, also was heißt, wurde dadurch in die Wege geleitet, dass ich bei dem Projekt Let's Talk About Uncanny Camellia 3 ja momentan über The Legend of Zelda rede. Allerdings wären da die nächsten Spiele, über die ich da reden müsste, Oracle of Seasons bzw. Oracle of Ages. Und dann habe ich mir überlegt, warum soll ich da unbedingt ein fremdes Let's Play anschauen, wenn ich auch gleich selber eins dazu machen könnte. Und blinde Projekte sehen ja immer an für sich was Schönes, daher. So, und hier tippe ich jetzt erstmal meinen Namen in Großbuchstaben ein, denn ich habe vorhin schon einmal die erste Aufnahme gestartet und aus irgendeinem Grund ist die Aufnahme abgestürzt, als ich kleine Buchstaben nehmen wollte. Daher werde ich das nach der Folge mal korrigieren, weil dann kann keine Aufnahme abstürzen und schreibe das halt jetzt erstmal in Großbuchstaben. Nicht wundern. Okay, das akzeptiere. Ja, gut. Nee, also wenn es in den nächsten Folgen dann korrigiert sein sollte, nicht wundern. Fangen wir an. Texttempo. Schnell? Wobei. Ja, besser an die ich nicht wegdrücken kann. Machen wir mal 2. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir gesehen, dass wir offensichtlich vom Triforce. Held. Nimm dein Schicksal an. Ah, ich muss drücken. Und das ist mein Schicksal. Hallo? Und da wären wir schon. Hallo? Du bist aufgewacht. Fein. Ich war in Sorge um dich. Während du geschlafen hast. Du bist Xi, stimmt's? Wie geht es dir, Xi? Ich bin Dean. In den Wäldern habe ich einen roten Blitz gesehen. Dann wollte ich nachsehen. Und du hast dort gelegen. Ein Geheimnis umgibt dich, Xi. Ich bin froh, dass es dir besser geht. Komm, willst du nicht mit mir tanzen? Gib mir erstmal mit den anderen. Du bist aufgewacht. Ruh dich erstmal aus. Ich freue dich für eine Weile an der künstlerischen Darbietung. Na denn, hallo? Oh, du hast die Augen geöffnet. Bist du in Ordnung? Ich bin Impa. Die Köchin der Truppe. Und du bist? Xi? Verstehe. Dean, die Tänzerin, fand dich bewusstlos in den Wäldern auf. Sie hat sich während deiner Albträume um dich gekümmert. Albträume? Okay. Das mit dem, das sie hier spielen, sieht fast schon ein bisschen aus wie ein Kraftarmband. Dean ist eine beliebte Tänzerin. Allein ihr beim Tanz zuzusehen, ist eine Wohltat für den Geist. Naja, sie dreht da primär Pirouetten, aber okay. Den hat sich deiner angenommen, nachdem sie dich fand. Ihr Wille ist eisern, doch Herz ist äußerst gütig. Ach, den ist so lebenswert. Aber sie scheint in dich vernarrt zu sein. Das macht mich eifersüchtig. Ach Gott, die hat uns doch gerade erst gefunden. Sei nicht so verklemmt. Das Tanzen macht so viel Spaß. Ach so, habe ich mir die Dame vorzustellen. Okay. Und ja, dass die Dean heißt, okay. Hat wohl irgendwas mit den Gottheiten zu tun? Fragezeichen. Oder sie wurde einfach nach den Gottheiten benannt, keine Ahnung. Ja, nach einer Gottheit. Du tanzt ausgezeichnet. Es ist lang her, dass ich so viel Spaß hatte. Hey, deine linke Hand. Sie trägt ein, ich nehme an, Triforce. Dieses Zeichen gilt in Hyrule als heilig. Ist dieses Zeichen echt?
Dann bist du ein Held mit besonderer Bestimmung, Xi. Ein einzigartiges Schicksal. Xi, ich... Ach, nichts. Lass uns tanzen. Erstmal die ganzen Vorräte? Ja, okay. Hahaha. Ich habe dich gefunden, Dean. Orakel der Jahreszeiten. Wahrlich ein gutes Versteck. Doch mir, Onox, dem General der Finsternis, entkommst du nicht. Erstmal die Aha. Aus dem Weg, Junge! Ah, sieh! Okay, erstmal das komplette Lager zerlegen, die Leute wegschubsen und sie entführen. Was hast du mit mir vor? Das Onox ist, ich nehme es mal an, dann sieht er aus wie die Ritter aus Terranigma. Du weißt, wenn ich das Orakel der Jahreszeiten ergreife und den Tempel versenke, dem die Geister der Jahreszeiten innewohnen, werden die Jahreszeiten Holodroms ins Chaos stürzen. Oh. Ja, wer von beiden spricht jetzt gerade? Die Pracht der Natur wird zerfallen, alles Lebende wird zugrunde gehen. Jetzt mal jetzt wieder er. Das ist die Welt der Finsternis, die ich herbeisehne. Ach so. Ja, Entschuldigung. Es war nicht unbedingt ersichtlich, wer redet. Nein, Onox, nein! Entschuldigt, entschuldigt. Na, die Versiegelungstechnik kenne ich woher. Versinke, Tempel der Jahreszeiten. Frühling, Sommer, Herbst, Winter. Werdet Chaos! Versinke. Kam ich denn da drauf? Winter. Imper, okay. Auch so ein Name, wo ich mir gerade dachte. Ja, vorher noch diejenige, die zuständig war, um sich um Zelda zu kümmern. Jetzt plötzlich Mitglied einer Karawane. Na gut, wir sind ja hier irgendwo anders, ne? Wir sind jetzt in Holodrom. Xi, bist du unversehrt? Tatsächlich bin ich die Zofe von Hyrule's Prinzessin Zelda. Ah ja, also doch. Und Dean ist keine Tänzerin. Sie ist in Wirklichkeit das Orakel der Jahreszeiten, dem die Gewalten der Natur unterliegen. Zeldas mystische Kräfte kündeten von einer Decke des Schattens, die sich auf denen niederlegt. Ich wurde angewiesen, sie in geheime Mission nach Hyrule zu bringen. Zelda betraute mich mit dieser Suche. Aber, au! Ich wurde verletzt. Daher werde ich eine Zeit lang nicht reisen können. Xi, ich weiß nicht, warum du in den Wäldern lagst, aber du und Dean, ihr wart bestimmt, einander zu treffen. Wenn das Triforce auf deiner linken Hand echt ist, dann bist du vielleicht der Held, der die Welt rettet. Bitte, nutze deine Kräfte, um Dean zu helfen. Bitte bringe meine Botschaft zum Makubaum nach Horondorf. Der Makubaum ist der Wächter über ganz Holodrom. Sicherlich weiß er Rat. Und du blockierst jetzt da erstmal den Eingang. Okay. Sind wir schon da? Dies ist Horondorf. Hey, du bist neu hier, oder? Der Makubaum, geh nach Osten. Okay. Ohne weitere Gegenstände können wir uns wahrscheinlich eh nicht sonderlich weit umsehen, von daher...
Hallo. Hier wohnt der Bürgermeister. Der Bürgermeister ist fasziniert von Gashanüssen. Es hängt vom Ort, dem Gärtner und seinen Taten ab, welche eine Nuss entsteht. Der Bürgermeister hat vor kurzem einen guten Platz gefunden, daher ist er so glücklich. Hallo? Der Herr mit der sprengbaren Wand. Mein Name ist Ruhl. Ich bin Bürgermeister von Horondorf. Hast du Gasha-Kerne? Wenn du sie in weiche Erde steckst, gedeiht ein Baum, der Nüsse trägt. In diesen Nüssen kannst du die tollsten Sachen finden. Ein Riesenspaß. Ich bin völlig begeistert. Gleich draußen ist eine weiche Erdstelle. Dort kann man sie einpflanzen. Du weißt nicht über Gasha-Kerne Bescheid? Da verpasst du etwas. Als Willkommensgruß erhältst du meinen prämierten Gasha-Kern. Du erhältst einen Gasha-Kern. Stecke ihn in ein Fleckchen weicher Erde. Gleich draußen ist eine weiche Erdstelle. Dort kann man sie einpflanzen. Danke, dass du es mir nochmal sagst. Dann mache ich das doch mal eben. Hier kann man Gasha-Kerne pflanzen. Ja, dann machen wir halt mal. Okay, erstmal nur ein Pflänzchen. Na gut, es ist Winter. Hoffentlich habe ich das Teil jetzt nicht verschwendet. Na gut, ich denke jetzt mal nicht, dass die Pflanze gleich deswegen kaputt gehen wird. Oder besser gesagt, ich hoffe es. Hallo? Die Jahreszeiten sind durcheinander geraten. Dem Winter folgt der Sommer. Das geht hier bloß vor sich. Blitzartig wird es heiß oder kalt. Die Jahreszeiten sind total ins Chaos geraten. Was soll dieses Januar aus der Ernte werden? Die allwissenden Aras sind hier zu Hause. Lass dir von ihnen deine Fragen beantworten. Okay. Ich habe trotzdem das Gefühl, ich will jetzt erstmal zu diesem Makubaum gehen. Hallo? Ich baue die weltbeste Kuckucksuhr. Leider fehlt mir dazu ein Holzvogel, der mir gefällt. Er muss atemberaubend aussehen. Nebenaufgabe? Bürgermeister Ruhls Wohnsitz, Makubaum. Ja, danke. Da können wir so nichts weiter machen? Nö. Wow, dieser Schneeblock liegt ja perfekt im Weg. Was haben wir hier? Herein. Ich bin Vaso, der Juwelier. Du warst noch nicht hier. Komm, lass mich dir etwas über Schmuck erzählen. Ringe, die aus Arcanum-Kernen gewonnen werden, verfügen über mystische Kräfte. Trägst du einen solchen, gehen diese Kräfte auf dich über. Dazu musst du ihn im Ring-Etui aufbewahren. Die mystische Kraft wird zunehmend schwächer, bis du sie gar nicht mehr benutzen kannst. Alles klar? Ja. Oh, du hast keinen Ring-Etui? Ich mag dich, daher schenke ich dir dieses Ring-Etui. Du erhältst das das L1-Ring-Etui. Es bietet Platz für einen Ring. Ja, nimm diesen Ring als Zeichen unserer Freundschaft. Einen Ring. Lass ihn später schätzen. Ein Ring muss geschätzt werden, damit sich seine Kraft offenbart und er getragen werden kann. Lass mich ihn schätzen. Welchen Ring darf ich für dich schätzen? Ja, welchen? Ja? Ich sehe, das ist ein Freundesring. Das Symbol einer Zusammenkunft. Dieses Mal ist es gratis, aber danach kostet es 20 Rubine pro Ring. Hast du zwei identische Ringe, kaufe ich dir einen für 30 Rubine ab. Nun zur Liste. Geschätzte Ringe werden auf die Liste gesetzt. Möchtest du einen Ring tragen? Übertrage ihn aus deiner Liste in dein Etui. Sprich mit mir, um deine Liste einzusehen. Wir schauen sie uns einmal an. Das Symbol, ja. Ja, da ist nicht viel. Nicht viel da. Okay. Vergiss nicht, Ringe sind unwirksam, wenn sie nicht getragen werden. Ja, ja.
Steht da noch irgendwas? Grundlagen des Ringlink. Okay. Wähle etwas aus. Oh Gott. Schicksalsringe. Durch das Schicksal erhalten du und ein Freund jeweils einen Ring als Symbol eurer Freundschaft. Wenn ihr eure zwei Game Boy Color Systeme via Game... Ja, okay. Okay. Moment, das kann ich weglassen. Bringt ja eh nichts. Nein. Ringgeheimnisse. Das klingt schon interessanter. Gesicherte Geheimnisse, die Rotra dir in einem Oracle of Ages Spiel erzählt hat, solltest du Rotra hier erzählen, um die Ringe aus einem Oracle of Ages Spiel herzubringen. Auf umgekehrte Weise bringst du auch Ringe von hier zu einem Oracle of Ages Spiel. Es gibt gute Neuigkeiten. Wenn ihr einen Gamelink habt... Ja. Oder Holodrom, wie ihr Geheimnis besucht, dann funktioniert das Ringgeheimnis nicht. Ja, das sind schon wieder Funktionen, die ich überhaupt nicht nutzen kann. Der schnarcht. Im Bestteil des Dorfs residieren die allwissenden Aras. Besuche sie, wenn du eine Frage hast. Es lässt sich von hier aus nicht lesen. Okay. Makobaum. Zeige Heldenmut, um Zutritt zu erhalten. Wie zeige ich den Heldenmut? Hallo? Kennst du die Heroenhöhle nahe der Westküste? Man sagt, das Heroenschwert sei dort versteckt. Doch niemand hat es jemals gefunden. Okay, das schätze ich mal, ist das, was mit Mut gemeint ist. Mut gleich Schwert. Na gut. Leider geschlossen. Schauen Sie später vorbei. Weil wir auch noch kein Geld haben. Büsche, die wir nicht zerschlagen können. Und ich mach mal kurz einen Schnitt. Bin gleich wieder da, Leute. So, da bin ich wieder. Ich bin Florian, der Baumexperte. Ich weiß viel über Bäume. Ach. Lass mich dir etwas erzählen. Florissa und ich sind vor kurzem Eltern geworden. Ja, wirklich. Sieh dir unseren Sprössling an. Und deswegen rennst du so hin und her? Na dann. Mein Name ist Florissa. Dies ist mein erstes Kind. Ein gesunder Junge, aber mir fällt einfach kein Name ein. Kannst du mir auf die Sprünge helfen? Wie würdest du ihn nennen? Oh Gott. Verlangt doch nicht sowas von mir. Ich nehme jetzt einfach mal einen Vorschlag, der nicht von mir stammt. Das ist der kleine Frank. Dein Vorschlag ist Frank? Genau. Ein toller Name. Genauso werde ich ihn nennen. Er scheint ihm zu gefallen. Besuche uns bald wieder, ja? Itwal wird sich glücklich schätzen. Ich glaube, Gustav hätte nicht reingepasst. Aber Frank dürfte auch passen. Da haben wir eine Höhle. Unser Behüter, der Makobaum, steht jenseits des östlichen Dorftores. Es heißt, ein Held mit Schwert werde kommen und zu ihm sprechen. Ich frage mich, ob das wahr ist. Nee, absolute Lüge. Sowas würde ich... Da kommen wir wahrscheinlich noch nicht hin. Sowas würde ich absolut keinerlei Glauben schenken. Also, ich bitte dich, komm. Ein Held mit Schwert... Ach. Ja, ne? So lässt man sich übers Ohr hauen. Okay, zu der verschlossenen Tür haben wir nichts zu sagen. Oh Gott. Möchtest du etwas über die Untermenüs erfahren? Ach nee. Okay, das sind einfach nur... Die können einem alle möglichen Spielfunktionen erklären. Ein Octorok. Lass mich mal lieber in Ruhe.
Ist das die Heroenhöhle? Ich nehme es mal an. Oder vielleicht noch das? Ah ne, hier ist eine Fee. So. Heroenhöhle. Ja, hier sollen wir hin. Fledermäuse. Das dachte ich mir. Das ist nicht das erste The Legend of Zelda, das ich spiele. Allerdings, ja. Habe ich mit 2D The Legend of Zelda spielen tatsächlich nicht so viel Erfahrung. Das einzige, das ich wirklich bisher gespielt habe und auch durchgespielt habe, ist... Würdet ihr vielleicht von der Kiste runtergehen? Der eine hat sich festgeglitscht. Krieg doch's Kotzen. Ein kleiner Schlüssel. Mit ihm öffnest du verschlossene Türen und Blöcke in dieser Höhle. Der eine kommt echt nicht mehr runter, ne? Wow. Nee, wie gesagt. Besonders viele Erfahrungen mit zweidimensionalen The Legend of Zelda-Teilen hatte ich nicht wirklich. Das einzige, was ich jemals durchgespielt habe, war A Link to the Past. Und Link's Awakening habe ich nur mal angespielt, als ich noch ganz, ganz klein war. Ah ja, da war noch eine Tür. Die habe ich komplett übersehen. Ich habe gerade schon überlegt, wo war hier eine Schlüsseltür, aber... Da ist eine. Wow. Whoop. Gut, dass sie uns, wenn sie erscheinen, noch nicht wehtun können. Da ist garantiert nichts Wichtiges drin. Vielleicht aber auch doch. Du erhältst das Holzschwert. Ein wahrhaftiges Zeichen von Mut. Halte A oder B gedrückt, um es aufzuladen. Lässt du danach los, folgt eine Wirbelattacke. Das Holzschwert. Wirklich. Okay. Ja, und jetzt können wir die alle... verkloppen, können Geld kriegen und haben ein Zeichen von Mut dabei, mit dem wir jetzt gleich mal zum Makobaum gehen werden. Das geht damit nicht kaputt. Gut, zu der einen Kiste werde ich jetzt gleich noch gehen. Oh Gott, oh Gott. Ah, jetzt hat hier die Jahreszeit auch gewechselt. Ich verstehe. Wahrscheinlich trotzdem mal kurz hier unten zu der Kiste hin. Was haben wir denn da? Naja, jetzt wo wir gerade noch am Anfang sind, wahrscheinlich... Oh. Okay, so wie die Pilze aussehen, muss ich die wahrscheinlich ausrupfen. Das ist ja schwer wie ein Felsen. Ja, das dachte ich mir. Die haben auch die Textur von Felsen, nur eben auf einer Pilzkappe. Da fällt mir ein für den kleinen Jungen. Ich hätte mir ja eigentlich auch, hätte ihn ja auch eigentlich Udo nennen können, ne? Okay, ich zeige Mut. Ich bin mutig genug, gegen ein gigantisches Holztor zu hauen. Hallo? Ah, tatsächlich. Männlich oder weiblich? Ich nehme jetzt einfach mal an, männlich? Boah, wer ist da? Hast du mich geweckt? Wer bist du? Hm, was? Den wurde entführt, während ich schlief? Kein Tempel der Jahreszeiten weit und breit? Wie furchtbar! Das Orakel zu behüten ist meine Pflicht. Ach, wie verwelkt ich bin. Was muss getan werden, Xi? Das Chaos der Jahreszeiten. Das Land ist der wichtigsten Essenzen der Natur beraubt. Und meine Mächte schwinden dahin. Kannst du den an meiner Stadt retten? Dies ist die einzige Bitte, die je vom Makobaum gestellt wurde. Ich wittere das Böse am Nordgipfel, wo der Tempel der Jahreszeiten lag. Onox hat den Nordgipfel in einen Schatten gehüllt. Ich vermute, du findest ihn dort. Du brauchst die 8 Essenzen der Natur, die in ganz Holodrom ruhen. Diese 8 zu sammeln ist unsere einzige Hoffnung. Die Essenzen besitzen heilige Naturkräfte.
mit denen du den Schatten durchdringst und den retten kannst. Soll ich es wiederholen? Nein. Nimm diesen Schlüssel. Geh zur Riesenwurzel nahe des Sees im Norden. Die erste Essenz wird dort sein. Doch erwarte einigen Widerstand. Sei vorsichtig. Ich werde ruhen bis... Oh, mir schwindet... Natürlich. Ein knorriger Schlüssel. Na, vielen Dank. Der Schlüssel, den wir in der Höhle gefunden haben, das wäre schönstes Metall und... Was kriegen wir da? Einen knorrigen Schlüssel. So richtig schön vermodert. Bricht wahrscheinlich bei der ersten Benutzung gleich mal ab. Kleinen Moment. Bin leider nicht ganz gesund. Muss deswegen immer mal wieder hüsteln, räuspern, was auch immer. Hast du eigentlich zu der Pflanze da irgendwas zu sagen? Aus der Knospe wird im Frühling eine große Blume. Wenn man dann auf sie springt, ich kann es kaum erwarten. Ja, aber hier wechselt es nur zwischen Winter und Sommer, ne? Das heißt, hier können wir nichts tun. Hast du uns irgendwas zu sagen? Eine knorrige Wurzel? Geh einfach geradeaus weiter. Ich bin sicher, dort habe ich eine gesehen. Wandle mit Vorsicht. Das werde ich. Wie kann man dir helfen? Sieh nur, egal wie oft ich sie rufe, meine süße Miezi kommt nicht herunter. Hätte ich doch ihr Leibgericht, Fisch. Noch eine Nebenaufgabe? Okay, da können wir auch noch nichts machen. Na, da oben war der Platz, in dem wir am Anfang schon mal waren. Wieder ein Platz für Gasha-Kerne. Wo geht's denn hier hin? Spindelsumpf und Brillensee. Orandorf. Ja. Ich nehme an, hier sollen wir her? Jep. Du hättest ihn eigentlich einsetzen sollen, aber ja, ihn drüber hinwegzuwerfen war offensichtlich ebenfalls richtig. Level 1, Knorrwurzelhöhle. Und die Statuen schauen uns nach. Ein hübscher Effekt. Aber allzu viel werden wir von diesem Verlies hier wohl nicht mehr mitbekommen. Okay, erstmal eine Fee vernichtet. Sollte vielleicht jetzt gerade nicht so viele... Ach, da. Gehen wir mal hier lang. Stalfos. Dankeschön. Da brauchen wir Feuer. Ja Mensch, was könnte denn hier nur der Verliesgegenstand sein? Ich habe keine Ahnung. Hallo? Hey, eine Referenz auf The Legend of Zelda 1. Bringe Licht zu den Fackeln. Ah, und genau wie The Legend of Zelda 1 hat er uns einfach nur was zu sagen. Aber das war's auch. Hey. Ja gut, das Schwert haben wir ja schon, von daher. Das funktioniert. Eine Karte, drücke Select, um sie zu sehen. Dunkle Felder zeigen unbesuchte Räume an. In Ordnung. Ich habe aber ein Glück mit den... Eine Lore. Okay. Ah, wir können aber währenddessen angreifen. Dann ist ja gut. Moblins, aua! Das dachte ich mir fast, dass ich mir dann den Weg schwieriger machen muss. Ein kleines Schieberätsel. Da unten wollen wir hin. Gerade so verbockt, ne? Jupp. Na gut, was soll's. Allerdings würde ich an der Stelle sagen, machen wir in der nächsten Folge bei
The Legend of Zelda Oracle of Seasons weiter. Ich bin Xi. Bis dann, Leute. Ciao.